Einen wunderschönen guten Morgen aus Düsseldorf. Also auf vielfachen Wünschen und Tipps bin ich hier an einem Stand angelangt, wo es um ein ganz besonderes Thema geht, nämlich die Toilette. Und was es mit der auf sich hat, habe ich mir einen Gesprächspartner hier gesucht. Servus, in Daniel. Grüß dich. Und hallo, grüß dich. Und ich glaube, er kann das ganz genau erklären, was das Besondere an dieser Toilette ist. Und da hören wir jetzt einfach mal ganz gespannt zu. Lieben gern. Erstmal danke vielmals für die Zeit, auch am frühen Morgen. Man sieht, es ist noch relativ wenig los, aber das ist umso besser, um das ganze Konzept zu erklären. Genau. Was wir hier haben, ist tatsächlich eine Toilette, die in ihrer Funktion komplett neu ist. Das heißt, es ist eigentlich eine Trockentoilette, aber was es so speziell macht, ist, sie beutelt jeden einzelnen Toilettengang ein. Und mit Einbeuteln meinen wir, sie verschließt den hermetisch in einer Barrierefolie. Das heißt, wir haben eine Geruchs- und eine Feuchtigkeitsdichte. Und das gibt uns die Möglichkeit, diesen Beutel länger zu lagern, frei zu stehen und den auch über jeden Haus- und Restmüll zu entsorgen. Weil das Ziel des ganzen Konzepts ist, dass wir den Beutel und die Hinterlassenschaften da drin über den Restmüll der Müllverbrennung zuführen. Und jetzt stellt sich der ein oder andere sicher die Frage, warum denn dieses Konzept, wo kommt denn das her? Der Ursprung von unserer Firma, der liegt in dem Gesundheitswesen. Und dieses Konzept mit der Beutelverschweißung, das ist aus der Notwendigkeit heraus entstanden, dass man gesagt hat, dass belastete Hinterlassenschaften, also ob es jetzt Hormone sind, Medikamentenrückstände, Kontrastmittel, wie auch immer, dass die nicht in die Umwelt gelangen über das normale Abwasser, weil die Kläranlagen oft nicht in der Lage dazu sind, das rauszufiltern. Und dass der quasi hermetisch abgeregelt, also ohne dass Kontakt mit der Umwelt besteht, gehandhabt und entsorgt werden kann. Also das ist quasi eine Lösung, die wir für den Klinikbereich, für den Krankenhausbereich entwickelt haben. Den haben wir auch eingeführt und erprobt und der läuft da auch. Und den haben wir jetzt in der gleichen Funktionsweise einmal runter reduziert, in dieser Form für das Caravaning tatsächlich auch adaptiert. Und die C1, die Klesana C1 ist tatsächlich unser Derivat speziell für den Einsatz im Caravaning. Und das Besondere ist, also meine Hinterlassenschaften mache ich da rein, ganz normal. Mhm. Ich kann auch meine ganzen Papiertücher, Feuchttücher, genau, was halt alles so anfällt, genau, einfach da reingeben wie in eine ganz normale Toilette. Und dann wird es quasi verschweißt, genau, und dicht verschweißt, richtig, also richtig dicht, da kommt auch nichts raus. Genau. Und durch dieses Kunststoff gehen auch keine Gerüche durch. Nee, da geht nichts durch, weil das ist wie gesagt so dieser hygienische Anspruch, den wir haben, dass diese Folie bis zu mehreren Wochen tatsächlich absolut hygienisch ist, geruchsdicht, feuchtigkeitsdicht. Das heißt, nichts von diesen Inhaltsstoffen kann tatsächlich nach außen gelangen. Ist auch deshalb wichtig, weil wenn man das jetzt über den Restmüll entsorgt, irgendwo im öffentlichen, ja, Bereich, dann soll das natürlich diese Barriere nicht brechen, weil, ja, die Hinterlassenschaften auch nirgendwo im öffentlichen Raum tatsächlich auslaufen können. Du hast mir gestern was Interessantes erzählt, und zwar über den CO2-Abdruck. Richtig. Weil ja viele dann immer das Problem haben, ja, Kunststoff, Plastik, genau, wie ist das? Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das dennoch ein kleinerer CO2-Abdruck, wie wenn ich eine Chemietoilette verwenden würde. Richtig, genau. Das ist eine Sache, die hängt auch ganz stark vom Nutzungsverhalten ab. Also generell, genau, ist es so, wir haben von Anfang bis Ende, also von der Toilette über das Verbrauchsmaterial, den Ansatz, tatsächlich Ressourcen zu schonen. Die Toilette, muss man auch dazu sagen, wird bei uns in der Schweiz produziert. Okay. Wir lassen die nicht irgendwo Fernost produzieren und transportieren sie her, sondern, ja, wir machen, ja, das alles lokal, schlicht und einfach, um da auch Transportwege zu reduzieren. Bei der Folie ist es so, wenn man sich jetzt mal überlegt, wir gehen davon aus, dass jeder Mensch circa 5-mal am Tag auf die Toilette geht. Aha. Und bei 30 Reisetagen wären das 150 Toilettengänge pro Kopf. Ja. Und das ist hochgerechnet aufs Jahr, da sind wir bei circa 9 oder 10 Kilogramm CO2, was wir wirklich nur mit diesen 150 Toilettengängen produzieren. Okay. Das ist auch eine Sache, die haben wir sauber aufgearbeitet, das kann man sich bei uns auf der Homepage nachschauen. Und diese 10 Kilogramm CO2, wenn man das runterrechnet auf einen einzelnen Toilettengang, ja, dann stelle ich immer gern diesen Vergleich an. Pro Tag gehe ich 5-mal auf die Toilette, und wenn ich das jetzt vergleiche beispielsweise mit dem CO2-Abdruck von Wein, der lokal produziert wird, oder von Bier, der lokal produziert, ja, wird, genau, dann entspricht ein Tag Toilettennutzung, also, ja, 5-mal dem CO2-Abdruck von einem Glas Wein, also von 0,2 Litern, oder eben von 2 Fläschchen Bier. Ja. Und das bringt das Ganze tatsächlich ein bisschen ins Verhältnis. Und was, ja, immer ganz schön ist, wir haben hier tatsächlich den großen Mehrwert, dass wenn ich diese Toilette nur gelegentlich nutze, wenn ich mal schnell am Wochenende Kurztrips, ja, mache, dann ist es ja nicht so, dass ich 15-mal auf die Toilette gehe, sondern dann gehe ich 2, 3, 4, 5-mal drauf. Maximal. Genau.
und produziere respektive sehr, sehr, sehr wenig an Folienmüll. Ja, ja, so, wenn ich da jetzt eine Chemietoilette als Vergleich nehme, die muss ich vorbereiten für die komplette Nutzung, egal ob ich einmal oder 15 Mal gehe. Ja. Respektive sind wir hier ganz stark abhängig vom Nutzungsverhalten, sehr viel umweltfreundlicher. Und was auch wichtig ist, wir brauchen natürlich kein Wasser. Und durch das Konzept, dass nichts rausgeraten kann, also selbst wenn jemand belastete Hinterlassenschaften hat, gelangen die nicht in die Umwelt. Und wir reden gar nicht davon, wir nutzen natürlich keine Chemie, respektive können wir hier weder Gewässer noch Böden belasten. Was ich auch immer ganz interessant finde, ich erspare mir tatsächlich den Weg, die Fahrstrecke hin zur Entsorgungsstation, wenn ich denn mal freistehe. Und jeder Kilometer, den ich mir an Fahrweg erspare, ist natürlich auch CO2, das nicht produziert wird. Sondern das ist quasi was, kommt was ja eigentlich dazu. In diesem direkten Vergleich nicht mit einspielt. Ja. Aber das macht dieses ganze Konzept noch viel, viel interessanter. Ja. Und es steigert definitiv die Autarkie auf eine ganz einfache Art und Weise. Absolut. Weil ich letztlich diese abgepackten Tüten, wenn wir es mal so nennen wollen, in einer größeren Tüte, in ein Körbchen in meiner Heckgarage sammeln kann, bis ich am nächsten Papierkorb vorbeikomme. Richtig. Und da leere ich das einfach aus. In Papierkorb würde ich es jetzt nicht reinschmeißen. Nein, aber Restmülltonne, genau, Papierkorb war jetzt schlecht. Das ist aber gar kein Problem. Restmülltonne einfach reinschmeißen und gut ist. Ja. Dann geht es seinen Weg, geht in die Müllverbrennung und da gelangt es dann ins Feuer. Richtig. Und jetzt ist es ja so, wenn man ganz sicher sein will, Gott sei Dank braucht jedes der Fahrzeuge Benzin und Sprit. Genau. Und die Tankstellen sind logistisch so aufgestellt, dass sie für die ganzen LKWs auch Entsorgungsstationen haben. Und da ist wirklich sichergestellt, dass die kontrolliert abgeholt und der Müllverbrennung zugeführt werden. Ja. Also da läuft man dann auch nicht Gefahr, dass man nicht weiß, was mit dem ganzen Thema passiert. Ja. Und was uns auch wichtig ist, wir haben beispielsweise auch biobasierte Folie, also wo Teile der Folie biobasiert sind in Erprobung. Wir möchten das aber wirklich zu 100% aus biobasierten und nicht bioabbaubaren Materialien machen. Ja. Weil es ist immer die Krux an der Geschichte, bioabbaubar kann natürlich, wenn es zu 100% bioabbaubar ist, sehr gut sein. Es gibt aber oft Folien, die einen Anteil an Maisstärke mit drin haben. Und wenn ich die jetzt beispielsweise in der Umwelt entsorge, dann baut sich dieser biobasierte Teil ab. Der restliche Anteil, das ist in der Regel LDPE, der mit drin ist, der bleibt aber natürlich in der Natur. Und das ist genau dieses Mikroplastik, von dem immer gesprochen wird, das dann wieder im Nahrungskreislauf landet oder in der Umwelt bleibt. Und das ist genau das, was wir mit dem Konzept vermeiden wollen. Was wir hier nicht haben. Richtig. Genial. Das freut mich. Ich bin wirklich sprachlos. Also das Teil ist echt phänomenal. Und jetzt wird uns aber natürlich noch die Praxis interessieren, wie das verschweißt. Kannst du uns das mal vorführen? Das zeige ich dir sofort. Ich nehme als allererstes mal hier diese Kontakte weg. Ja. Dann siehst du tatsächlich auch, dass das Display angeht. Also diese Magnete sind danach nicht drauf. Wir haben nur hier diese Funktion, weil wir ein sich bewegendes Teil haben. Nur wenn der Deckel zu ist, können wir die Toilette betreiben. Und das ist auch so ein Phänomen, also so ein geiles Feature, weil hier sieht man genau an der Folienanzahl, wie viele Toilettengänge ich hier noch übrig habe. Richtig, genau. Das ist ja geil. Also die macht tatsächlich nicht nur die Verschweißarbeit für einen, sondern die zählt auch mit. Man auch noch die Kopfarbeit. Man muss nicht die Strichliste machen. Ich muss gar nichts denken, sondern ich sehe genau, ich kann jetzt so 14 Mal auf Toilette gehen. Exakt. Und gut ist. Genau so wow. ist es. So, und jetzt zeige ich dir mal, wie das Ganze funktioniert. Lege da die Magnete dazu drauf. Jetzt werde ich also, liebe Zuschauer, die Magneten sind nur dafür da, dass diese Kontakte quasi ersetzt wird und ihr zuschauen könnt, wie das Ganze live funktioniert. Exakt, genau. Dann verrichte ich meine Notdurft oder mache das schönste Geschäft, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Und von der Bedienung her ist es so, ich kann entweder einen Einzelbeutel machen, also einen Beutel, der direkt rausfällt, der geschweißt und getrennt wird, den ich dann entnehme. Oder wenn ich einfach nur auf die Tasten drücke, dann kommt eine Beutelkette. Das heißt, quasi ein Beutel wird nur mit einer Schweißung von dem anderen Beutel separiert, wird aber nicht abgeschnitten. Und hier habe ich quasi das große Geschäft für den großen Kreis und das kleine Geschäft für den kleinen Kreis. Genau, so ist es. Wie daheim bei der Spülung, wenig Wasser für wenig Inhalt, viel Wasser für viel Inhalt. Okay. Und bei uns ist es im Endeffekt die Menge an Folie. So, jetzt zeige ich dir einmal exemplarisch. Ich drücke auf die Schere für den Einzelbeutel und dann auf den großen Knopf. Okay. Das heißt, der Zeitring geht los, man sieht den Fortschritt. Das sieht man hier. Und jetzt? Und jetzt gehen wir mal hier rein. Genau. Fährt die Verschweißeinheit zu, die Folie wird gepackt und nach unten transportiert. Jetzt seht ihr gleich einen zusätzlichen Vorschubmechanismus. Wir bauen hier Druck auf. Der Druck ist deshalb notwendig, weil wir wollen, dass der Schweißdraht die Folie zwischen sich sauber anpresst, um sicherzugehen, dass auch in den Bereichen, wo die Folie überlappt, eine saubere Anpressung stattfindet, dazwischen sich keine Luft befindet, weil wir nur so sauber durchschweißen können. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit zu dem großen Geschäft zu sagen. Alles, was ihr hier an Folienraum seht, bevor ihr auf die Toilette geht, wird beim großen Geschäft unterhalb
von der Schweißebene transportiert. Das ist deshalb wichtig, weil wenn der Nächste auf die Toilette geht, dann ist die natürlich wieder absolut rein und frisch. Und alles das an Folie, was rein theoretisch mit den Hinterlassenschaften vom Vordermann in Kontakt hätte kommen können, ist hermetisch verschweißt. Und das ist hermetisch verschweißt. Genau, unser Ansatz, was die Hygiene anbelangt. Also ist sie auch noch sehr pflegeleicht. Sie ist sehr pflegeleicht, genau. Ich habe keine Schüssel, die ich reinigen muss. Ich muss nur wirklich oberflächlich alle quasi... Ich brauche keine Klobürste mehr. Genau. Wahnsinn. Ja. So, und jetzt wird der Druck abgebaut. Die Schweißung und die Trennung ist vollzogen. Die Toilette zieht die Folie jetzt nach unten, um die Schüssel für den nächsten Toilettengang vorzubereiten mit der Folie. Und ihr seht jetzt eins, die Folie wird nach außen gesogen, sodass wir wirklich einen schön vorliegenden neuen Folienraum haben. Das geht dadurch, dass wir einen Lüfter installiert haben, der einen gewissen Unterdruck erzeugt und die Folie zieht. Weil im schlimmsten Fall wäre es so, dass die Folie so zurückbleibt und dann... Und dann, wenn ihr mit raussetzt, wenn es warm ist, genau, bleibt es am Hintern kleben und das möchte man nicht mehr zunutzen. Nein, das möchte man nicht. Genau. Das soll ja ein schönes Erlebnis sein. Genau. Genau. Und dann sagt uns das Display, der Toilettengang ist fertig. Ihr könnt die Schublade bzw. den Toilettengang entnehmen. Hier richtig. Ist es jetzt rot, weil da rot unten bedeutet, was drin liegt. Genau. Es ist so, es wird später so sein, wenn die Schublade voll ist, also das heißt, wenn eine definierte Menge an Beuteln drin ist, dann wird genau dieses Symbol kommen, dann muss man die Schublade entleeren. Wir haben das jetzt nach jedem einzelnen Toilettengang gemacht, um es einfach zu zeigen. Der Hintergrund ist der, wir haben hier natürlich die Schwerkraft, die etwas für uns arbeitet. Das heißt, wenn die Schublade zu voll ist und sich nach oben aufstaut, dann kann natürlich dieses System die Folie nicht mehr nach unten fördern. Mhm. Respektive muss ich zu gewissen Zeiten einfach diese Schublade leeren. Aber das ist insofern kein Problem, weil ich das überall im Fahrzeug zwischenlagern kann, auch wenn ich mal länger autark stehe. Genial. Und was ihr jetzt hier seht, ist die Folie, wie sie rauskommt. Ihr seht, es ist sehr wenig Luft eingeschweißt, die Hinterlassenschaften sind später drin und wir haben hier auf beiden Ebenen eine saubere Schweißung. Picobello, saubere Schweißnaht, absolut dicht und da tropft nichts, da kommt nichts raus und das Päckchen ist geruchsneutral. Richtig. Und lege ich jetzt einfach in meine Heckgarage in ein Körbchen, bis ich an der nächsten Entsorgungsstation, sprich Restmüllstation vorbeikomme, Mülleimer, also Restmülleimer und da haue ich das dann rein, genau, und bis wieder sauber. Ja. Und du musst es nicht mal rausnehmen, wie ich das gerne immer mache, weil dann brauche ich kein zusätzliches Behältnis, wenn ich weiß, okay, ich komme an der Tankstelle vorbei oder an der Raststation. Ich nehme die Schublade raus, trage sie nach außen. Ich habe die relativ großen Öffnungen und schmeiße rein. Ja. Und was auch sehr interessant ist für die Leute, die jetzt beispielsweise in Ländern unterwegs sind, wo die Mülltonnen tatsächlich Einwurfschlitze haben, das gibt es nämlich auch im öffentlichen Bereich, da kriege ich sowas ohne Probleme reingesteckt. Ja. Also das ist dann wesentlich einfacher als beispielsweise große Tüten mit Müll zu entsorgen. Was ich auch interessant fand, du hast ja auch kurz erwähnt, man kann rein theoretisch ja auch hier Essensreste und so weiter, weil das kennt man ja auch, die hat man dann in einer Mülltüte, die dann rausriecht. Genau. Hier könnte ich die auch geruchsneutral verschweißen. Die Spaghetti Aioli vom Vortag, genau, die können sehr gerne hier drin platziert bevor werden. Bevor die da hingammeln, tue ich die da rein, schweiße das ein und Wahnsinn. Sollte natürlich nur kein kochendes Wasser sein, weil das die Folie sehr stark angreift. Ist klar. Und man muss schauen, dass man unter einem gewissen Fülllevel liegt. Also wie ist das jetzt, wenn ich einfach nur ein kleines Geschäft machen muss? Dann habe ich ja, Flüssigkeit da drin. Genau. Du hast gestern auch erwähnt, um Folie zu sparen, kann man hier auch mein kleines Geschäft reinmachen und dann kann ich da was zugeben. Richtig, das zeige ich dir direkt. Und zwar haben wir für sowas einen Absorber. Das ist quasi nichts anderes als dieses Absorbiermaterial, das auch bei den Babywindeln mit drin ist. Das kommt genau in diesem Sachet. Also das ist mit einer Polymilchsäurefolie, die sich auflöst. Das schmeißt ihr einfach in den Toilettengang und es zersetzt sich dann, beziehungsweise das löst sich auf. Ich zeige dir gleich, wie der Vergleich von flüssig zu fest ist. Und der Effekt, den wir hier haben, beziehungsweise die einen, wir haben schon ein paar Probanden, die das insofern nutzen, dass sie sagen, wenn sie nachts wissen, sie gehen öfters auf die Toilette, dann möchten sie natürlich diese Spülung nicht jedes Mal betätigen, weil die Mechanik macht auch einen gewissen Lärm. Ja. So, jetzt geben die quasi einfach vorab diesen Absorber zu, den kann man auch danach hinzuschmeißen. Und dann kann ich mehrere kleine Toilettengänge machen. Die Flüssigkeit wird gebunden, ich muss die Toilette nicht bedienen und ich spare mir natürlich eine Anzahl an Folien oder Toilettengängen, sage ich. Und wenn ich dann am nächsten Morgen aufstehe, kann ich sagen, ich drücke jetzt mal drauf, drücke zwei, drei Mal, wo ich mein kleines Geschäft gemacht habe, einschweißen und dann wieder weg mit der Tüte. Genau. Wir haben auch jetzt in der Bedienungsanleitung, da gibt es quasi eine Füllmenge, wo man schauen kann, okay, liegt der Inhalt unterhalb von dieser Ebene und dann kann ich auch sagen, reicht mir da jetzt für diese mehreren Toilettengänge noch das kleine Geschäft oder muss ich das große Geschäft? Und da siehst du mal hier, das ist die gleiche Menge an Flüssigkeit, einmal ohne und einmal mit Absorber.
Und der Absorber, der verdickt das Ganze. Also das heißt, wir haben ja einfach eine grießige Form. Und der verdickt das ja nicht nur, sondern er macht es auch absolut geruchsneutral. Geruchsneutral insofern, weil der Urin per se ja sowieso nicht riecht. Also wenn wir quasi nur den Urin haben, das ist ja auch das Konzept von der Trockentrenntoilette, der hat nicht diesen Eigengeruch. Außer ich habe am Abend davor wahnsinnig viel Spargel gegessen, aber das ist mal eine super Sondersituation, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, genau. Also von dem her ist es einfach, es macht dieses flüssige Geschäft, diesen kleinen Toilettengang einfach handhabbar und vor allem angenehm in der Nacht. Wenn mal jemand drauf muss, dann hat man wie gesagt nicht diese zusätzliche Lärmbelastung. Ja. Das ist wie gesagt keine Notwendigkeit, um die Toilette zu betreiben, aber das ist so ein kleines Feature, wo wir sagen, dem einen oder anderen möchten wir da, wenn er es denn mag, einen Mehrwert bieten. Genau. Ja, genial. Also ich bin mega geflasht und dann kommt noch was obendrauf. Die Toilette ist von der Installation her nahezu in jedes Wohnmobil möglich, weil einmal hier hinten der Originalausschnitt von der Tedford. Genau, hier ist es tatsächlich die Serviceklappe von der Tedford C260, die wir danach empfunden haben. Perfekt. Und das ist auch direkt die Basis bzw. konstruktiv das, wo wir unsere Toilette angelehnt haben. Also wir haben geschaut, dass dieser L-Adapter, so wie ihr ihn hier seht, mit dieser L-Form, deshalb nennen wir ihn so, der hat einen Rücken und dieser Rücken erlaubt es uns, ohne dass wir noch großartig eine Vertäfelung machen müssen, also das heißt Schreinerarbeiten am Innenraum, dass wir quasi die Toilette mit diesem Adapter nach unten und nach hinten verschrauben und die Dichtfalz, die sich direkt an diesem Adapter befindet, an dem L-Adapter, die dichtet uns die Nasszelle bzw. den Toilettenraum, weil wir natürlich hier immer höhere Feuchtigkeit haben, direkt vom Fahrzeuginnenraum und von dem Zwischenraum ab. Und auch vom Fußabdruck ist es so, wenn Sie jetzt beispielsweise oder wenn ihr oder irgendjemand eine Toilette hat, eine C260, die in der Duschwanne eingelassen ist, dann kann man diese Blende hier wegnehmen und kann die Toilette versenken. Perfekt. Also auch dafür ist es vorgesehen. Und genauso beim Display, das passt von den Maßen auch 1:1 auf tatsächlich die Aussparung, die in den Möbeln für die C260 bereits vorgesehen sind. Genial. Und die ganze Toilette ist natürlich auch noch schwenkbar. Genau. Also das heißt, man kann auch, weil es gibt ja ganz viele schwenkbare Toiletten in den Wohnmobilen, man kann die auch komplett um 180 Grad hin und her schwenken, sodass sie in jegliche Sitzposition, auch wenn es enger ist, dementsprechend richtig hingedreht werden und kann. Und dahingehend unterscheidet sich unsere Toilette noch insofern, weil bei den meisten bestehenden Kassettentoiletten können wir tatsächlich nur den oberen Teil drehen, also das heißt den Toilettenkopf, weil der untere ja fest ist. Ja, richtig. Und hier haben wir die Möglichkeit, die ganze komplett Toilette zu drehen. Respektive haben wir nach rechts oder links, da können wir tatsächlich mehr Stauraum schaffen. Das ist aber natürlich was, wo ich froh bin, dass dann auch solche Leute wie du, die das handwerkliche Geschick haben, sich das genau anschauen können und dann auch sagen können, macht vielleicht Sinn, das ein bisschen mehr rechts oder links zu platzieren, weil dadurch entsteht noch ein zusätzlicher Mehrwert. Also ich muss sagen, ich bin mega geflasht und ich freue mich jetzt schon auf den ersten Einbau, wo ich machen kann. Und mir bleibt da förmlich ich will nicht sagen die Spucke weg, aber es ist schon echt eine geniale Erfindung bzw. Idee. Und alles ist relativ leicht auszutauschen. Auch diese Schweißdrähte, wo man sagen. Und die Teflonbänder meinst du? Genau, die Teflonbänder. Was mich jetzt so interessieren wird, die Tüten sind ja in einer Form. Du hattest gestern so tolle Muster da. Jawohl, zeige ich dir direkt. Also auch die sind ja relativ easy und klein. Das sind wie viele Toilettengänge? Das sind 36 Toilettengänge. 36 Toilettengänge, also das heißt, ich nehme da 2-3 Packen immer mit und kann da dementsprechend ohne Probleme dann einfach die draufstecken. Das ist Endlosfolie, sind keine Säcke, die sind offen und genial. Ich muss tatsächlich nur einmal das ganze Ding vorbereiten, armieren, ich muss den Folienlernen aufziehen und dann macht die Toilette die Arbeit für 36 Toiletten. Wahnsinn. Bombastisch. Jo, ich glaube, das ist jetzt eine Wahnsinnsinformation, eine Wahnsinnserrungenschaft, irre Neuigkeit. Und ich freue mich da schon ganz groß, weil wir haben ja da was Tolles geplant. Richtig. Mit dem Markus zusammen, Fan for Van. Und das dauert zwar nur ein bisschen, aber da werden wir was Tolles machen. Und da sind wir schon ganz groß gespannt drauf. Das Warten lohnt sich definitiv. Das Warten lohnt sich definitiv. Und also die Toilette müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ich bin mega begeistert und in die Autarkie ein Riesenschritt. Und ich sage jetzt schon mal ganz lieben Dank an dich, Daniel. Danke fürs Kommen. Und
Wir werden uns garantiert noch öfter hören und sehen. Richtig. Und für jeden, der es interessant findet, wir werden das auch nicht direkt verkaufen, sondern über euren bekannten Fachhandel. Ihr kriegt es zum Beispiel dann auch bei Mika Caravan. Wenn ihr euch jetzt schon darüber informieren wollt, wo es das gibt, wie die Details sind, schaut gerne bei uns auf der Website vorbei. Wir haben die Information sehr, sehr, sehr breit aufbereitet, dass sich jeder vollumfänglich informieren kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich auf eine Interessentenliste einzutragen. Und dann werden wir euch überall beispielsweise sagen, dass es wie beispielsweise bei Mika Caravan erhältlich sein wird. Schaut vorbei. Tragt euch ein und wir sind schon sehr gespannt und werden euch in Zukunft das eine oder andere Video zeigen, das dann wahrscheinlich noch mehr Lust auf die Toilette macht. Garantiert, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Perfekt. Super, danke, ich danke dir und bis bald. Ciao.